Seit dem Jahr 2021 sind wir in Brandenburg unterwegs und schauen uns das Hinterland an, vor allem hier im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Herzlich willkommen bei Hinterland, die Reportage, heute aus der Buckschen Schweiz. Und hier gibt es einen Aussichtsturm, der seit vielen Monaten gesperrt war. Nun ist er wieder geöffnet. Für uns die Gelegenheit, einfach mal nach oben zu schauen und einen Blick über die Lausitz zu erhaschen. Und dabei dachte ich mir, schauen wir uns doch mal die ein oder andere Ausgabe der letzten Jahre an. Hallo, Sie müssen Herr Dr. Lerche sein, jawohl, oder? Jawohl, Herr Kettnitz, das bin ich. Grüße Sie. Ja. Ich bin in Kostebrau angekommen. Ein ganz besonderer Ort. Ja, kann man so sagen, ja. Warum eigentlich? Ja, warum? Es gibt da so mehrere, sag ich mal, Themen dazu. Also als erstes muss man sagen, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, dass Kostebrau 360 Grad umbackert ist. Also es hat hier, sind mal über die Jahre alle Verbindungen zur Außenwelt gekappt worden, ab Eisenbahn, ab Straße. Und ja, zurzeit haben wir sozusagen Richtung Lauchhammer Ost, Richtung Schipkau und dann ja, nach Klettwitz. Aber Richtung hier lang, Finsterwalde, ist nun nichts mehr. Da muss man. Dann habe ich gelesen, das Dorf hat 2 Etagen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Das Dorf, also hier die ganze Gegend war sehr bergig. Und Kostebrau, das Oberdorf, liegt sozusagen mit auf der höchsten Stelle, so bei 170 Meter, so die höchsten, der höchste Punkt. Es ist auch letztendlich der höchste Wohnort, die höchste Wohnbebauung im Land Brandenburg. Okay. Gibt es nirgends höher. Hm? Aha. Also Sie haben ein Oberdorf und ein Unterdorf. Ja. Gibt es da auch Trennung zwischen den Bewohnern? Sagt man ihr da aus dem Oberdorf wie aus dem Unterdorf? Ja, wird schon mal ein bisschen Spaß gemacht. Nicht? Ich habe zum Beispiel meinen Wanderfreund, der meldet sich immer hier. Karl-Heinz Wagner, Unterdorf. Nee, man sieht ja hier diesen Grünstreifen. Ja. Das war der ehemalige Bahndamm. Von Lauchhammer Ost Richtung letztendlich nach Finsterwalde. Also die fuhr eine Eisenbahn richtig hier durch? Hier fuhr die Eisenbahn richtig durch. Okay. Ist erst in den 60er Jahren, also nach durch, ist es schon Zeit hier eingestellt worden. Und in den 60er Jahren ist sie noch bis hier vorgefahren. Und ja, dann wurde es immer weniger. Nicht. Ja, jetzt muss man alles zu Fuß ablaufen hier. Ja. Gibt es eine Busanbindung? Busanbindung gibt es, Stadtlinie fährt, ja. Also Sie kommen nach Lauchhammer und überall zum Bahnhof? Naja, ja. Ja, kann man so sagen, kommt man. Wir könnten uns da noch ein bisschen das besser vorstellen, dass wir vielleicht auch an den ÖPNV angeschlossen sind. Dann würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns das Dorf mal ein bisschen anschauen und einen kleinen Spaziergang machen. Können wir gerne machen, ja. Ist ja fast wie ein Winterurlaubsdorf hier, oder? Ja, das kann man so sagen. Wir haben schon schöne Höhenunterschiede. Also gerade Oberdorf und Unterdorf, das sind schon so dann 30 Meter. Ja, an Kostebrau kann ich mich noch gut erinnern, dieses Unterdorf und dieses Oberdorf und die Gespräche mit Dr. Lerche. Wenn Sie die ganze Folge sehen wollen, gar kein Problem, schauen Sie einfach in unserer Mediathek auf YouTube nach und geben Sie Kostebrau Hinterland ein und dann werden Sie die Ausgabe finden. Das nächste Dorf, das hat auch Bäume und in diesen Bäumen oder unter diesen Bäumen kann man sich trauen lassen oder seine Kinder taufen. Wie das zusammenhängt und warum es da gar keine Kirche gibt, das erfahren Sie im nächsten Ausschnitt. Unter uralten Eichen habe ich mich jetzt verabredet. Schwarzbachs wohl heiligster Ort mit Open-Air-Feeling. Warum dort ein Pfarrer seine Predigt hält, verrät uns Rita Kretschmer von der evangelischen Kirchgemeinde in Schwarzbach. Gottesdienst unter den Eichen gibt es nur in Schwarzbach, nirgendwo anders. Warum gibt es das hier? Hier in einem Schwarzbacher Bibelstundenkreis. Hatte Schwarzbach denn nie eine Kirche gehabt? Oder? Nein, das Grundstück wurde in 1955 wurde das erworben und es sollte hier eine Kirche, eine Kapelle gebaut werden. Mhm. Und es gibt schon Bauchzeichnungen, die sind alle schon vorhanden und das wurde aber vom Rat des Kreises in Senftenberg nicht genehmigt. Seitdem gibt es keine Kirche? Keine Kirche. Steine, was alles schon da war, das wurde wieder verkauft. Mhm. Weil uns das so gefallen hat hier, mit den Vögeln, mit dem Gezwitscher und ja. Das sind ja auch ganz tolle Bäume, also genau. die sieht man und, ja nicht. Und da haben wir gesagt, wir machen das jedes Jahr zum Johannistag, um den Johannistag rum. Ja. Ist immer eine Woche so ungefähr vor den Schulferien haben wir dann hier und jedes Jahr wurden mehr Stühle benötigt, Bänke und so weiter. Auch was Besonderes, ein Ort ohne Kirche, der trotzdem regelmäßig seine Gottesdienste hier auch abhalten kann, habe ich so auch noch nicht gesehen.
Vielen Dank, dass wir ein bisschen was über die Geschichte erfahren durften. Sie können noch mehr wissen. Ja? Gottesdienst auf unserem Festplatz jedes Jahr, erstes Wochenende im September. Da machen wir im Festzelt Gottesdienst mit Taufen. Auch die Taufen habe ich noch nicht erwähnt. Die finden dann auch hier statt? Hier haben wir wunderschöne Taufen, haben hier schon stattgefunden mit einem geschnitzten Altar aus der Ruländer Kirche, der damals gerettet werden konnte, als die Kirche, die Ruländer Kirche abgebrannt ist. Das ist ein Engel und dann ist diese Taufschale und da haben wir schon schöne, manchmal zwei Kinder wurden hier schon mal getauft, gleich am selben. Egal wie das Wetter ist. Ja. Ja, an Schwarzbach kann ich mich auch noch gut erinnern, obwohl es ja an Schwarzbach in der Folge nicht nur um Schwarzbach ging, sondern auch um Bielen. Ein Doppeldorf, eine Doppelfolge könnte man fast sagen. Auch die Folge können Sie sich in unserer Mediathek nochmal anschauen. Und ein Geheimtipp noch, ein schönes Hofcafé mit selbstgemachten Torten, das finden Sie auch in Schwarzbach. Der nächste Ort, um den es geht in der Hinterland-Reportage, den gibt es wirklich nicht mehr. Es sind nur noch Reste da. Wir waren in Reppist, die Reste von Reppist. Und dort habe ich einen Kamerakollegen getroffen, der schon früher dort dokumentiert hat. Und das war ein ganz spannendes Erlebnis. Harry Bigalke und ich machen uns weiter auf dem Weg nach oben. Sag mal, ganz schön Schritt drauf. Ja, ja. Fass mich an. Unser Ziel ist die Reppister Höhe. Von hier aus lässt sich die ehemalige Siedlung am besten erahnen. Oben angekommen lässt es sich der leidenschaftliche Filmer natürlich nicht nehmen, noch ein paar aktuelle Bilder einzufangen. Setzt euch, die Stühle kommen gleich. Wenn Sie jetzt hier oben so sitzen und Sie waren, glaube ich, hier so jetzt gar nicht zuletzt, finden Sie das gut, dass man an diese abgebaggerten Orte auch wirklich nochmal erinnert? Auf jeden Fall. Im Film sehen wir fast an der gleichen Stelle die Erinnerung auch da, wo mein Kameramann mit dem kleinen Mädchen gesprochen hat. Und kennst du Reppist eigentlich überhaupt noch? Naja, ein kleines bisschen. Meine Mutti hat mir schon ein bisschen was erzählt davon. Und hast bestimmt auch Bilder gesehen, ne? Das war eines der besten Erlebnisse, die man hatte, wenn man an das Alter denkt. Und ja. Aber fahren Sie gerne hier wieder her, auch so als Betroffener, jetzt mal weg von Beobachter und Kameramann, sondern auch als Betroffener, der hier ein bisschen Heimat auch verloren hat? Ja, also das kann man sagen, aber es ist mehr in Gedanken. Wir müssen sich vorstellen, wenn ich mit 17 zur Armee gehe und ich komme zurück und mein Dorf ist nicht mehr da. Das ist schon, da muss man schon ein bisschen, das geht schon ein bisschen ans Gemüt. Aber wenn man auch von Anfang an so viel erlebt hat als Musikant, als Filmvorführer auf dem Lande und dann immer damit Kontakt hat, dann muss man eigentlich das alles so festhalten und weitergeben. Und das habe ich bisher gemacht und ich halte es auch immer so und freue mich heute eigentlich ganz besonders, dass das von Ihnen so aufgegriffen wird und dass man hier noch die Möglichkeit hat, was viele bestimmt selbst anerkennen werden und auch mit Interesse sehen. Weil Heimat ist Heimat. Ja, danke nochmal an Harry Bigalke für die historischen Aufnahmen, die wir für diese Folge in Reppist verwenden konnten. Das waren doch tolle Aufnahmen aus den 90er Jahren. In unserem nächsten Ort geht es nach Muckwa. Und dort war man in den Vorbereitungen unter anderem fürs Kreiserntefest. Aber ich traf mich auch mit dem Ortsvorsteher und der hatte uns in seinen Garten eingeladen. Ob das wirklich ein richtiger Garten ist, wie man ihn sich vorstellt, das erfahren Sie jetzt. Nur ein Türchen. Hat das was zu sagen, dass das hier so offen steht?
Ja, eine offene Tür lädt ein, dass Leute eintreten können. Ganz einfach. Also wollen hier jeden auf dem Grundstück haben. Hier kann jeder kommen. Es ist nicht verschlossen. Wer hier nicht durchpasst, da gibt es am Haus da auch noch eine Zuwegung. Also der kann auch da lang kommen. Aber warum? Was wollen Sie damit sagen? Also Leute einfach interessieren für eine gewisse gestaltete Natur. Das Ganze nenne ich ja gestaltete Wildnis hier. Mhm. Das war mal ein Obstgarten früher. Und man sieht das auch daran zum Beispiel, da gibt es noch eine alte Birne, die hätte jeder andere schon längst den Stamm abgesägt und sonst da was gemacht. Aber der hat sich trotz Grundwasserabsenkung gehalten und hat sich wieder entwickelt so ein bisschen. Ich ernte auch 3-4 Birnen jedes Jahr. Mhm. Das ist ein Beispiel bloß. Mhm. Und dann so viele andere Sachen, die eben mir in den Sinn gekommen sind, einfach zu erhalten. Wie kam das, dass Sie den Garten so sich dafür entschieden haben? Weil ich keine Zeit hatte, einen Garten so zu gestalten, wie sonst wo klassische Gärten aussehen, mit allen möglichen Schickimicki-Pflanzen, das hast du nicht gesehen. Ich habe vieles an Gehölzen gelassen, ich habe manche dazu gepflanzt, habe dann diese Holzterrasse da gebaut und dann angefangen mit interessanten anderen Holzstücken was zu machen, wie zum Beispiel diese Holzstämme, die um uns rum sind hier. Oder da hinten gibt es, wenn wir einen Schritt weiter gehen, diese aus Astgabeln gebauten Ständer für Vogelfutter. Mhm. Und so eine Geschichten alles. Und alles, was interessant ist an Holz ist, wird gesammelt und irgendwann, wenn es Zeit ist, wird es auch irgendwie platziert oder verbaut oder wie auch immer. Gab es schon mal kuriose Geschichten, dass Sie jetzt so hier, dass jemand auf einem Grundstück stand, den Sie hier vielleicht gar nicht haben wollten, wenn man so freizügig ist? Kann ich eigentlich nicht sagen. Also in der Beziehung, erstens wird es nicht so angenommen, weil die Leute ein bisschen misstrauisch sind, weil das ist ungewöhnlich, dass jemand sagt, per Schrift da vorne, kommt doch rein. Das ist, das halten dann mal welche Radfahrer an, dann gucken sie so. Ich krieg's ja nicht immer mit, ich bin ja immer da, ich bin ja auch arbeiten. Aber in der Regel ist auch nichts weiter passiert. Ja, heute war interessant mit den Kindern, die waren auf den Bäumen, das ist schlecht, weil das gefährlich ist. Mhm. Aber ansonsten. Man hört schon ein bisschen Trubel ist hinten, wollen wir mal aufs Feld gehen? Können wir wieder hingehen, ja. Ja. Ich folge Ihnen durch Ihr Labyrinth. Ja, durch das Labyrinth. Ja, ist der Anblick nicht herrlich hier, wenn Sie oben am Turm angekommen sind? Toll, dass er wieder geöffnet ist und man hier einen Blick über die Buchsche Schweiz bzw. auch über den ein oder anderen Ort in der Lausitz erhaschen kann. Hoch hinaus ging es auch in einer Folge, als wir in Bronco waren. Und Bronco hat ja auch einen Flugplatz. Dass genau an diesem Tag, als wir in Bronco drehen waren, ein Flugmanöver stattfand, das hatten wir so nicht geplant. Und ob ich da eingestiegen bin und mitgeflogen bin, das sehen Sie jetzt. Wie im Flugzeug, der Sicherheitsgurt. Genau, perfekt. So, jetzt lege ich mal ein bisschen das Gurtzeug zur Seite hier. Nur, wie funktioniert der denn eigentlich? Was muss ich dann tun, falls wir ihn brauchen? Hier ist eine automatische Aufzugleine. Also in dem Falle, wo man rausspringen müsste, muss man also gar nichts tun. Der Fallschirm öffnet sich von alleine. Mussten Sie schon mal rausspringen? Um Gottes Willen, nein. Also ich habe wirklich Angst. Ich gebe ehrlich zu. Also Angst nicht, aber Respekt. Weil es ist so klein alles so. Und der Aufprallschutz, naja, egal. Jetzt bitte einfach mal das rechte Bein zuerst hier unten reingestellt. Falls es die letzte Ausgabe von Hinterland ist, schneidet sie gut. Hier zuerst, ja. Der Pilot hängt auch ein bisschen an seinem Leben. So, jetzt mal langsam setzen und den Kopf ein bisschen einziehen erstmal, weil der verschwindet jetzt gleich hier. Halt, Kopf bitte runter. So, perfekt. So, und jetzt haben wir jetzt hier unser Gurtzeug, diesen. Hier drüben muss noch einer sein. Hier sind so Hebel, die sich bewegen. Ja. Die sollte ich nicht berühren, oder? Nein. So, mal festhalten. Da fange ich dann an zu schwitzen. Es sind zumindest schon mal viele Gurte. Also rausfliegen kann ich ja nicht. Ja, einer unserer Besten hier. Super. Ja. Hau ihm nicht so doll auf den Kopf, der muss noch fliegen. So, jetzt wird's ernst. Wir machen zu. Ronald, guckst du mal bitte noch nach. Peter, guck mal bitte das Fenster hinten. Ja, das sollst du. Gut, okay. Thank you.
Bunker Info 08, Abflug bereit. So, hier vorne, die Winde fängt an zu blinkern. Bedeutet, dass er einsatzbereit ist. Das Seil strafft sich. Und auf geht's. Alles gut? Hui, das ging aber schnell nach oben. Aber der Ausblick ist natürlich atemberaubend. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so leicht ist und vor allem, dass es so leise ist. So, nun wird es aber Zeit, dass wir wieder runterkommen. Das sieht doch ganz gut aus. Hoffentlich geht das gut. Aber ja, das hat geklappt. Vielen, vielen Dank. Ich bin wieder heil gelandet. So, den Rucksack habe ich nicht gebraucht, also den Fallschirm. Ich bin froh, wieder gelandet zu sein. Und jetzt geht's zurück zum Tower. Ja, das ist doch toll, dass dieser Turm wieder geöffnet ist und dass man sich hier die Lausitz von oben mal anschauen kann. Kommen Sie also gerne hier in die Buchsche Schweiz und machen eine kleine Wanderung. Und das war's schon mit unserer kleinen Ausgabe, ein Rückblick unserer schönen Hinterlandausgabe. Und es waren noch gar nicht alle. Schauen Sie also gerne mal in unserer Mediathek nach. Dort gibt es noch andere Folgen. Wir waren in Lede im Spreewald oder in Anna Hütte, eine sehr berührende Folge. Also ich würde mich freuen und vor allem, wenn Sie bei Seenluft24 immer mal wieder reinschalten. Und vielleicht gibt es auch bald wieder neue Folgen von Hinterland, die Reportage. Ich werde jetzt erstmal schauen, ob ich irgendwo was zu essen finde. Machen Sie es gut.